Sie ist 25 Jahre alt, macht eine Ausbildung zur Altenpflegerin und ist außerdem Miss Borussia. Sarah Päfkin hat sich beim Voting der Rheinischen Post gegen 11 Mitstreiterinnen durchgesetzt und löst heute ihren Gewinn ein. Ein professionelles Fotoshooting. Im Haus der Braut darf sich die Mönchengladbacherin jetzt ein Outfit dafür aussuchen. Ihre Wahl fällt auf ein schwarzes Minikleid und einen auffälligen Kopfschmuck. Wie ist denn für dich? Ist der hübsch? Gefällt mir. Und wie gefällt es dem Ehemann? Sieht sehr, sehr gut aus. Schick, Schatz. Sexy. Danke. Für Sarah und Lars geht es jetzt weiter zum Wickrather Schlosspark. Ja, also die Aufregung ist gestiegen. Ich bin total nervös jetzt. Mal schauen, was jetzt kommt. Und ich freue mich. Hier bekommt Sarah erstmal ein professionelles Make-up verpasst. Visagistin Susanna Peters macht die Mönchengladbacherin schön für ihren großen Tag. Ehemann Lars beobachtet das Ganze aus der Ferne. Er war auch derjenige, der seine Frau zur Teilnahme animiert hat. Und wie gefällt das fertige Werk? Hat mir sehr gut, ist hübsch geworden. Jetzt hoffe ich auf tolle Fotos. Schnell noch der letzte Feinschliff und schon geht's mit Fotograf Detlef Ilgner zur ersten Location. Am Anfang braucht Miss Borussia noch etwas Hilfe beim Posen. Das legt sich aber schnell. Immer wieder gibt es kleine Korrekturen, denn es soll immerhin alles perfekt sitzen. Ungewohnt und anstrengend, weil ich nur ein bisschen verkrampft bin, aber ich hoffe, das wird noch ein bisschen besser. Sarah ist inzwischen schon viel lockerer geworden. Die ersten Ergebnisse sind schon toll. Weiter geht's zur nächsten Location. Abgestimmt haben bei der Wahl insgesamt über 6000 Menschen. 41% davon stimmten für Sarah. Die 25-Jährige ist natürlich auch großer Fan von Borussia Mönchengladbach. Ihr Mann ist da aber noch etwas extremer. Wenn er dann nur damit Zeit verbringt, dann ist es natürlich ein bisschen blöd, ne? Aber sonst ist es ganz schön. Sarahs großer Tag ist jetzt leider zu Ende. Die frisch gebackene Miss Borussia hat ihre Sache wirklich gut gemacht. Jetzt geht es leider wieder zurück in den Alltag. Mir hat es sehr gut gefallen, war mal eine schöne Erfahrung zu machen und würde ich gern wieder machen. Ehemann Lars macht aus den Bildern eine Collage und hängt sie dann in sein Borussia-Zimmer.